Und herzlich willkommen zurück zu Sweetest Monster. Das letzte Mal war ja der Streit und Schlacht, in dem wir mal, wie es jetzt weitergeht. Es fing an zu regnen. Es war nicht besonders starker Regen, trotzdem wurde man nass. Ich sollte gehen. Ich stand hier nun schon lang genug rum. Sonst wird Sally sich noch, Sorgen machen. Oder auch nicht. Ich frage mich. Wenn ich ausrutschen würde und über die Reling fallen würde. Nicht Reling. Ich weiß immer das Wort nicht. Dieses Gitter da, was einen davon abhält, würde Sally interessieren. Würde Maggie? Vielleicht würde es Arabella tun. Aber mich interessiert nicht, was sie denkt. Sally hat recht. Ich verbringe nicht genug Zeit mit Maggie. Ich sehe sie immer nur beim Abendessen. Und wenn wir zusammen am Tisch sitzen, sitzen wir dort nur im Schweigen. Schweigend. Glückliche Familie. Sie redet nicht mit mir. Sieht mich nicht einmal an. Ich weiß gar nicht, warum ich sie Melodie nannte. Das ist ein großer Name, damit zu leben. Unausgesprochene Hoffnung und Träume sind darin sind da drin vergraben. Das war wohl mein erster Fehler. Ich setzte mich in Bewegung, um nach Hause zu gehen, als rate, wer ich bin. Mein Blick wurde dunkler, als der Nachthimmel je hätte sein können. Lachen huschte an meinem Ohr vorbei von einer Frau. Da ist etwas gegen meinen Rücken gedrückt. Und Hände liegen auf meinen Augen. Warum es ist, macht diese diese kindliche Geste, wie du das auf Spielplätzen siehst. Ich dachte, ich sei schon aus diesen Spielen rausgewachsen. Wer könnte das sein? Wie viele junge Mädchen kenne ich denn überhaupt? Vielleicht ist es einer meiner Studenten. Mrs. Cartwright. Edmund? Vielleicht? Aber Edmund würde sogar das nicht tun. Sie ist viel zu schüchtern. Nicht so schüchtern wie Molly. Melly, Entschuldigung, aber immer noch schüchtern. Was ist mit den anderen? Laura? Jessica? Cornelia? Nein, nein. Na, was ist Koppelstritze? Nein, Stapelquitze. Ah, Quasselstrippe! Aber auch wenn sie nie mir etwas erzählt. Jessica verbringt die meiste Zeit in ihren Klavierstunden damit, an die Decke zu starren, und Carmelia, die Familie ist von Polen. Sie ist nicht gut im Englischen und hat einen sehr komischen Akzent. Sehr starken Akzent. Es ist keine von ihnen. Und wer könnte es sein? Niemand von meinen Studenten, also Schülern. Aber wer sonst? Ich denke, du hast die falsche Person erwischt. Kannst du mich bitte loslassen? Ich hatte schon erwartet, dass ich jetzt losgelassen werde.
und 1000 Entschuldigungen mir entgegengeworfen werden. Aber das Mädchen lachte nur. Sie schien wohl sehr dickköpfig zu sein. Oh nein, definitiv nicht. Ich weiß, dass du es bist. Ich wüsste, selbst wenn meine Augen von Krähen ausgestochen worden wären. Krähen? Wenn du wirklich meinst, dass wir uns kennen, kannst du dann mich zumindest loslassen, dass ich sehe und dass ich es bestätigen kann, dass ich dich kenne? Ah, das ist doch nicht lustig. Ich möchte, dass du rätst. Ich war schon immer schlecht, dabei zu raten. Passt zu dir. Das ist doch langweilig. Sie trat zurück und sie ließ dich mir euch los und trat zurück. Ich drehte mich um. Wind und Regen schlugen mir auf meine Wangen. Aber ich wusste nicht, was ich erwartete. Aus irgendeinem Grund schlägt mein Herz lauter. Vielleicht Adrenalin? Es kommt eher selten vor, dass man so mitten in der Brücke im Dunkeln ein mysteriöses Mädchen begegnet. Diese Begegnung klingt, als wäre sie von irgendeiner Geschichte. Aber was für eine Geschichte wäre das? Eine Geschichte, die ich bisher nicht gelesen habe. Das frage ich mich, während ich ihr Gesicht betrachte. Sie hat langes schwarzes Haar und wirkt ziemlich blass, wie aus einer Horrorstory. Wenn sie blond wäre und blaue Augen hätte, hätte es eine Romanze sein können. Ohr juckt einmal. Aber egal, wie man darüber nachdenkt, sie ist irgendwie eine Gestalt aus beidem. Sie wirkt wie als sei sie aus beidem. Hallo. Sie ist klein, viel kleiner als ich. Aber ich hatte mir schon sowas gedacht, als ich ihr Atem gegen meinen Nacken spürte. Aber ich weiß immer noch nicht, wer sie ist. Zumindest denke ich das. Aber irgendetwas kommt mir bekannt vor in ihrem Gesicht. Das Gesicht, die Form ihrer Nase, und ihre Augenbrauen. Ihre Haare sind sind dunkel und in einem Bob geschnitten. Ihre Augen leuchten hellgrün und sind schmal. Sie sieht mich an, wie eine Katze eine Maus ansehen würde, wenn sie sie jagt. Nee. Würdest du mich zur Maus machen? Aus diesem Gedanken heraus fange ich an zu frösteln. Und nicht nur, weil es kalt ist. Da ist irgendetwas Seltsames an diesem Mädchen, aber ich weiß einfach nicht was. Irgendetwas Seltsames, Bekanntes. So. Aber auch gleichzeitig Fremdes. Aber ich kenne sie nicht. Ich habe sie noch nie getroffen.
Ich habe noch nie jemanden mit so leuchtenden grünen Augen gesehen. Und die leuchten wie eine Neonlampe oder ein Hologramm. An sowas würde ich mich doch erinnern. Normale Leute haben keine Augen wie diese. Es tut mir leid, aber ich denke nicht, dass wir uns vorher schon mal getroffen haben. Es muss ein Versehen sein. Ich habe schon gesagt, es ist kein Versehen. Ich kenne dich irgendwoher, Robin Hawkins. Hawkins. Oh, Sie kennen meinen Namen. Woher kennen Sie meinen Namen? Aber damit hat sie nicht meine Frage beantwortet. Sie kann mich nicht kennen. Ah, ich hab's vergessen, laut zu sagen. Sie tritt zu mir und sieht hinauf, mit ihren leuchtenden Augen an. Sieht hinauf mit ihren leuchtenden Augen. Bläh. Ich bekomme Kopfschmerzen und fühl mich schwindelig. Ich habe auf dich gewartet. Ich habe so lange auf dich gewartet. Ich wollte dir etwas erzählen. Etwas wirklich Wichtiges. Aha. Ich denke, habe mich nicht verliebt. Was? So wie sie sagte, ging sie auf ihre Zehen und küsste mir auf die Wange. Ihre Bewegungen waren so leicht. Man hätte schon meinen können, wir wären ein verliebtes Paar. Und auf dieser Brücke, nach 15 Jahren, was? Aber es kann nicht sein. Ich kenne dieses Mädchen nicht und ich denke noch nicht mal, dass sie bereits 15 ist. Und ich bin immer verheiratet mit Sally. Der Gedanke an Sally brachte mich zurück ins zurückgezerrt. Es tut mir leid, aber ich hielt sie an den Schultern, an ihren knochigen Schultern und schob sie ein bisschen weg von mir. Sie wirkte noch nicht einmal überrascht, starrte mich nur an, ohne zu blinzeln. Ich kann nicht abstreiten, dass mich diese Bewunderung ja. Diese Bewunderung diese Bewunderung wie ein Kompliment ist bei einem sehr jungen Mädchen, aber sie verwirrt mich und macht mich ängstigt mich irgendwie. Warum und zur Hölle hast du das getan? Wer bist du überhaupt? Entschuldigung, ich bin nicht am Essen. Erinnerst du dich wirklich nicht? Ich dachte, das würde deine Erinnerung oh Mann! Wachrütteln, auch wenn wir uns noch nie vorher geküsst haben. Das wäre sehr seltsam gewesen.
Ah, ich weiß es wirklich nicht. Bist du eine alte Schülerin von mir? Lässt deine Schüler dich immer küssen? Nein, natürlich nicht. Ah, gut. Das macht mich froh, dass ich die Einzige bin. Ich würde sonst sehr eifersüchtig werden. Aber es hilft mir wirklich nicht. Ich weiß es wirklich, weil ich wegen. Okay. Ich sehe schon, ich werde nirgendwo hinkommen, wenn ich das dir nicht verrate. Sie lächelte mich an, ja. Irgendetwas Mystisches ist an diesem Mädchen, wie sie sich mit ihren grünen, leuchtenden Augen ansehen. Es ist wirklich sehr seltsam. Ich habe noch nie jemanden mit solchen Augen gesehen. In diesem Fall, da gibt es wohl keinen anderen Weg. Wie kann das nur möglich sein? Aber es ist. Ich trete zurück. Mein Rücken kommt gegen diese Reling, so dass die Kälte durch meine Jacke an meine Haut kommt. Das Mädchen steht vor mir und tut etwas. Was? Und er lächelt mich an, als hätte sie irgendetwas Schreckliches getan. Ah. Da wachsen genau aus ihrem Kopf Ohren. Katzenohren. Katzenau. Und auch ein Katzenschwanz. Katzenschwanz kommt hinten von aus ihrem Kleid. Es muss ein Traum, ich muss träumen, es muss wirklich ein Traum sein. Und wahrscheinlich bin ich schon zu lange hier draußen, so dass ich schon Dinge sehe. Was für eine Erklärung ist das? Das kann nicht wahr sein. Das geht doch gar nicht. Weißt du jetzt, wer ich bin? Das ist ein süßes Bild von mir. Langsam und sehr dämlich öffnete ich meinen Mund und sagte das Erste, was ich dachte. Bell? Ihr Gesicht leuchtete auf. Und als sie mich anlächelte. Das ist richtig, ich bin Belle. Deine Tante Claires Katze. Natürlich, das macht Sinn, oder nicht? Es ist Belle. Kommt sie zurück, um sich dann dafür zu bedanken, dass ich sie gerettet habe. Oh, wobei ich sie gar nicht gerettet hatte. Aber wie zur Hölle ist das möglich? Ich denke, da hatte ich irgendetwas von in der Bibel gelesen gehabt. Nein, hast du nicht. Aber ich denke nicht, da ist irgendetwas über Katzenmädchen drin. Wie auch immer, ich habe nie wirklich in Religion aufgepasst. Ich wollte auch die Priester werden. Damals in den Fluss zu fallen, hat mir wohl mehr Schaden zugerichtet damals, als ich dachte. Aber darauf beenden wir die Folge. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye bye.